Hallo allerseits und herzlich willkommen zu einem weiteren Adventure-Tutorial. Heute geht es darum, was ihr alles mit den Command-Block-Befehlen @p, @a, @r und @e machen könnt. Und ich verspreche euch, es ist mehr als ihr glaubt. Erstmal benötigt ihr natürlich den Command-Block selber. Dafür gebt ihr den Befehl slash give, dann euren Spielernamen, also in meinem Fall palm-99, und dann comment block ein. Und jetzt drückt ihr noch Enter und dann habt ihr einen Command-Block. Falls ihr nicht wisst, was diese Befehle @a, @p und sowas sind, dann nochmal eine kurze Erklärung. Hier unten stehen sie auch. Ich kann hier in den Command-Block jeden x-beliebigen Befehl eintragen. Zum Beispiel slash tp für die Teleportation. Dann kann ich meinen Spielernamen eingeben und beispielsweise noch Koordinaten. Und wenn ich jetzt diesen Command-Block aktiviere, dann komme ich zu der Stelle, die ich eingegeben habe. So, da ist der Command-Block. Ich kann das jetzt aber noch eingrenzen. Ich kann jetzt statt meinem Spielernamen auch einfach @all schreiben, also @a. Wenn ich @a schreibe, werden alle Spieler auf diesem Server bzw. dieser Singleplayer-Map dorthin teleportiert. Wenn ich @p schreiben würde, dann würde der vom Command-Block aus nächstgelegene Spieler teleportiert werden, bei @r ein zufälliger Spieler und bei @e alle Entities. Also beispielsweise die Spieler, die Monster, Drops oder auch Fahrzeuge. Können wir genauso eingeben. Jetzt erkennt ihr natürlich nur mich, weil ich der Einzige auf dem Server bin. Aber wir können das Ganze jetzt noch weiter eingrenzen. Wir legen jetzt nämlich fest, er soll alle Spieler teleportieren, die folgende Eigenschaften haben. Sie sollen einen Radius von 5 Blöcken einhalten. Das bedeutet in diesem Fall, R gleich 5, R steht für Radius. Der Command-Block teleportiert jetzt jeden Spieler, der näher an ihm heransteht als 5 Blöcke, zu den Koordinaten. Können wir auch mal ausprobieren. Er teleportiert mich, weil ich bin gerade noch im richtigen Abstand. Das Ganze können wir noch etwas verbessern, indem wir jetzt einfach eine Clock davor stellen, statt den Hebel zu verwenden. Ich nehme jetzt mal die verbesserte Clock. Da setzt ihr einen Komparator in einen Kreislauf mit einem Repeater. Den Komparator müsst ihr richtig einstellen. Die Redstone-Fackel muss leuchten. Der Vorteil von dieser Clock ist nämlich, dass diese Clock erstens nur einen Block hoch ist und zweitens, ich kann sie mit einem Hebel aktivieren. Sie läuft nur, wenn dieser Hebel hier steht. Wenn der Hebel aus ist, ist sie wieder aus. So, verbinden wir den mal. Ich werde teleportiert. Und jetzt sehen wir auch gleich das Besondere. Jetzt werde ich nicht mehr teleportiert, weil ich bin ja weiter von dem Command-Block weg als 5 Blöcke. Wenn ich jetzt aber hingehe, werde ich teleportiert. Das Ganze könnt ihr auch noch mit einem Test-For-Befehl machen. Der ist hier eingebaut. Hier testet er nur nach einem Spieler. Das bedeutet, er würde mich jetzt nicht teleportieren, sondern er würde an diesem Komparator hier ein Redstone-Signal ausgeben. Schalten wir es mal an. Ich bin näher als 5 Blöcke an diesem Command-Block dran. Bedeutet, er gibt hier ein Redstone-Signal aus und die Lampe leuchtet. Wenn ich weiter weg bin, geht sie wieder aus. Hin, an. Es gibt natürlich noch deutlich mehr Attribute. Hier sind beispielsweise noch die Koordinaten eingebaut. Das bedeutet, er teleportiert jetzt jeden Spieler, der an diesen bestimmten Koordinaten näher dran ist als 5 Blöcke. Diese Koordinaten, die ihr hier seht, das ist genau die Stelle, wo dieser Tageslichtsensor steht. Ich schalte jetzt mal die Clock an und ihr seht, ich kann mich so nah an diesem Command-Block befinden, wie ich will. Es macht keinen Unterschied. Aber sobald ich mich zu diesem Tageslichtsensor bewege, werde ich wegteleportiert. Damit könnt ihr einen Raum voll mit Command-Blöcken aufbauen und die Command-Blöcke müssen nicht immer in der Position stehen, die ihr überwachen wollt beispielsweise. In diesem Command-Block sind noch einige weitere Attribute vorhanden. Hier sind sowohl die Koordinaten enthalten, das ist in diesem Fall der Tageslichtsensor hier drin. Daneben noch der Radius, der ist hier 2. Und auch noch der Game-Mode, der muss 0 sein, beziehungsweise auch die Levelanzahl. Dieser Command bewirkt jetzt Folgendes. Er teleportiert jeden Spieler, der sich an den Koordinaten vom Tageslichtsensor mindestens auf 2 Blöcke nähert,
und der im Game Mode 0 ist und nicht mehr Level hat als 1, der wird teleportiert. Das bedeutet, wenn ich das Ganze anschalte, ich bin im Game Mode 1, ich kann da hingehen, wie ich möchte, kein Problem. Aber sobald ich jetzt in den Game Mode 0 gehe und mich dorthin bewege, werde ich wegteleportiert. Falls es euch auffällt, ich habe gerade 1,5 Level, der ist aber auf 1 eingestellt. Das liegt daran, die Zahl, die ihr eingetragen habt, die schließt der mit ein. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht hin, aber sobald ich 2 Level habe, kann ich hier hingehen, wie ich möchte. Jetzt gibt es, wie für Minecraft typisch, natürlich auch deutlich mehr Attribute, als ihr in meinem Video gesehen habt. Daher könnt ihr einfach mal auf die Seite von Minecraft-Wiki gehen. Natürlich ist dieser Link auch in der Beschreibung. Und hier könnt ihr jetzt einfach mal runterscrollen. Denn ab hier erscheint die Zielauswahl. Seht ihr nochmal add p, add a, add e und add r erklärt. Und hier sind noch alle Attribute. Hier seht ihr die Koordinaten, die haben wir verwendet. Hier seht ihr noch den Radius. Hier ist auch noch das Level, der Game Mode und noch viele mehr. So, das war's wieder für dieses Adventure Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich immer über Tipps und sonst, ciao.